Hallo meine lieben Freunde und willkommen bei Shisha Taster. Heute im Taste, Freunde, der Tony Exotic. Wie im letzten Video schon angekündigt, eine weitere neue Seven Nights Tabaksorte. Heute ein wenig draußen, outdoor, exotisch, Freunde, die letzten warmen Tage genießen. Tony Exotic sagt wie beim Kamehameha schon mal wieder auch nicht viel. Soll sein Ananas, Passionsfrucht mit Minze und Kaugummi-Geschmack. Und dann geht's direkt los, Freunde. Wie schon im letzten Video erwähnt, Tabak kommt in 200 Gramm Dosen, 14,90 €. Link in der Videobeschreibung, wo ihr ihn kaufen könnt. Doppelt verzippt das Ganze. Dieses Mal ist die Dose sauber, also ist es wirklich nur bei dieser einen Dose passiert. Also kein Problem, alles gut. Schnitt wie der Kamehameha und die anderen Seven Nights Sorten. Also mittlerer Schnitt, paar kleine Ästchen drin, aber nicht schlimm. Bisschen überschüssige Mola, aber ist noch am Ziehen, ist ganz neu rausgekommen, Freunde. Keine negativen Aspekte. Dann kommen wir direkt zum Geruch, Freunde. Ja, geruchlich, das erste, an was man denken muss, ist das hier Punika, Freunde. Es riecht definitiv am Anfang sehr stark nach Punika. Und zwar an diese Multivitamin-Punika mit Ananas, Passionsfrucht drin. Ein sehr, sehr leckerer Geruch. Wenn man dann doch intensiver riecht, riecht man auf jeden Fall diesen Kaugummi-Flavor raus und die Minze im Hintergrund. Also dann wird dieser Punika-Geruch etwas verfälscht durch den Kaugummi und die Minze. Aber alles in einem ein sehr leckerer Geruch. Die Minze ist jetzt nicht so pam ins Gesicht oder sowas, sehr, sehr leicht gehalten. Sehr, sehr lecker. Ja, Freunde, geraucht wird wieder im Hotshot RT. Mit Kamin drauf, drei Kohlen, etwas Overpacking und gib ihn in der NPS. Eine kleine Notiz für euch am Rande. Der Tabak hat definitiv mehr Geschmack im Tonkopf, Freunde. Ich habe den schon mal im Tonkopf geraucht und jetzt rauche ich ihn im Hotshot. Es ist definitiv ein bisschen lascher vom Geschmack im Hotshot. Das war beim Kamehameha auch, aber nicht so stark wie hier. Im Tonkopf definitiv mehr vom Geschmack. Also wenn ihr den habt oder wenn ihr euch den besorgen wollt, raucht ihr den Tonkopf oder einen Funnel, Hotshot, könnt ihr mal probieren, schmeckt auch, aber nicht so intensiv. Rauchentwicklung, wisst ihr Bescheid, qual wieder wie Hölle, braucht man nicht zu sagen. Geschmacklich ist das hier definitiv anders als im Geruch. Also ihr habt diese Ananasnote im Vordergrund beim Einatmen, beim Ausatmen, dann diese Kaugummi und die Minzenote viel, viel stärker als im Geruch. Also ihr schmeckt definitiv diese Minze raus und die Kaugumminote auch. Die Minze ist nicht zu stark, eine leichte Minze, sehr lecker. Kaugumminote ist auch vorhanden. Die Passionsfrucht geht ein bisschen flöten, finde ich. Also es ist nicht schlimm. Die exotische Ananas ist im Vordergrund. Die Passionsfrucht schmeckt man ein bisschen im Abgang heraus, aber nicht mehr so intensiv jetzt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ist eigentlich schon alles mit gesagt. Fazit, Freunde. Es ist ein solider Tabak. Wenn ihr euch fragt, ist das Punika zum Rauchen? Muss ich leider sagen, nee. Also geruchlich am Anfang ja, ist es Punika, aber im Geschmack dann beim Rauchen ist es definitiv keine Punika. Schade irgendwo, weil ich gehofft habe, ah geil, Punika zum Rauchen? Nee. Ihr habt die Ananasnote im Vordergrund, die Kaugummi- und Zimtnote schon fast wie gleichgesetzt mit der Ananas, die Passionsfrucht ein bisschen leichter. Alles in einem ein solider Tabak, den man rauchen kann. Eine weitere Dose werde ich mir davon nicht holen. Der Kamehameha hat mir im Endeffekt wirklich mehr gefallen. Ist aber natürlich Geschmackssache. Ansonsten gibt es wieder nicht mehr zu sagen. Nächstes Video kommt nächste Woche, Freunde. Wann genau, weiß ich noch nicht. Ich werde es auf der Facebook-Seite wieder ankündigen. Was genau für ein Tabak, weiß ich auch noch nicht. Also gespannt sein, Freunde. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Video findet. Gebt mir ein Like, wenn es gut war. Wenn ihr den Tabak habt, wenn ihr ihn probiert habt, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Ansonsten, Freunde, bis dahin, bis nächste Woche. Schönes Restwochenende. Und immer schön tasty bleiben, Freunde. Macht's schön gut, euer Shisha Taster. Haut rein.